So Leute, willkommen zurück zu Diluvion. Ja, Victor lebt, davon haben wir schon gehört. Ich klick's jetzt einfach nochmal durch. So. Problem ist, wir müssen irgendwie weiter und... Aha, die Spur führt nach da unten. Entschuldigung, das habe ich nicht gesehen. Kann ich hier mal wieder ausparken irgendwie? Danke. Warum führen uns unsere... Ich habe nicht empfangen, ein verzweifeltes SOS, woher kommt es gleich in der Nähe, das sieht schlecht für sie aus. Ja, gut. Das gehörte, glaube ich, noch zur vorherigen Mission. Wohin muss ich denn? Also irgendwie in diese Richtung und nach unten, oder wie? Ich will nicht nach unten. Ihr habt gesehen, was da für Viecher warten. Schnellgang wollte ich jetzt eigentlich nicht. Sind wieder Drohnen. Mit denen dürfen wir uns wahrscheinlich gleich prügeln. Nehme ich an. Natürlich dürfen wir das. Seitdem wir diesen riesigen Anglerfisch gesehen haben, zweifle ich an mir selber. Also nicht direkt an mir selber. Niedriges Altmetall. Fluch noch eins. Geht denn auf diesem Schiff alles aus? Das Vieh haben wir zerlegt. Ja, ich zweifle an mir selber in dem Sinne, dass ich mir nicht mehr so sicher bin, was hier wirklich Kreaturen sind und was nicht. Weil klar, ich glaube auch nicht, dass das hier Kreaturen sind. Und ich glaube auch, dass ihr es nicht glaubt. Weil es halt echt nicht so wirkt. Ja, ich kümmere mich gleich um dich. Ich möchte hier zunächst erstmal die Drohnen ausnehmen. Ist noch ein Jäger. Naja. Metalle und ein bisschen Altmetall. Ist halt alles nicht so gut. So, was hast du zu sagen? Die sitzt ja da oben, das vergesse ich immer. Ah? Was hat die Eisenhecht dort zu suchen? Sie nähert sich schnell. Wow. Er meint das wirklich ernst. Und will uns aufhalten? Torpedos wären zum Abfeuern. Ich will nicht auf Freunde schießen. Ich will auch nicht auf Freunde schießen, aber... Na, was sollen wir denn tun? Endloser Korridor, oh.
Havelocks Werkstatt. Hier wollten wir hin. Hoffentlich kriegen wir hier auch ein bisschen Altmetall wieder. Was ist denn das für ein Ding? Stachel, Bolzendistanz und eine Karte davon. Als ob uns die Karten irgendwas bringen. Ja, hier können wir Metallteile gerade nochmal. Also so das Zeug, was wir nicht brauchen, wegpacken. Ach, hier oben. Ein Elflok? Ja. Oh, Miras. Ich bin nicht freiwillig hier, Verräter. Bin immer noch der alte Miras. Immer noch der alte Miras, wie ich sehe. Willst du wissen, wie ich ihnen Stücke aus dem Gehirn schneide oder diese perfekten Flügel auseinanderreiße, um zu sehen, wie sie geschaffen wurden? Du hast mich aus dem Orden verbannt, weil ich das Wissen unserer Götter erlernen möchte. Nun, jetzt habe ich sogar noch mehr herausgefunden und werde meinen Erfolg nicht mit dir teilen. Verschwinde. Hey, wir riskieren hier Kopf und Kragen, um zum endlosen Korridor zu gelangen. Nur weil deine Leute behaupten, dass was auch immer sich dort befindet, den Menschen helfen wird. Ihr Trottel, haltet jetzt die Klappe und sagt uns, wie zum Teufel wir an das rankommen sollen, was sich da angeblich unten befindet. Nun gut, wenn du wirklich so entschlossen bist, weiterzumachen, solltest du Bruder Miras nach dem Ort fragen, den alle meiden. Skull. Ja. Okay. Das heißt, ich muss jetzt von dem Ding wieder weg. Also, was ist Skala? Ich warne dich. Ich erzähle diese Geschichte nur ungern. Und ich empfehle dir, nicht weiterzumachen, nachdem du sie gehört hast. Und die Geschichte lautet: Eine der Schriften der Tiefe erzählt von einer Rasse von Kreaturen, die von Suhl gezüchtet wurde. Große Leviathane, die entlang der Wasseroberfläche die Welt durchquerten. Sie sind in die Meere gestürzt, als die Tiefe der Welt mit ihren Wellen eingehüllt hat. In der oberen Welt war die Aufgabe der Leviathane, die verfluchten Seelen der Toten zur ewigen Pein zu tragen. Bei ihrem Niedergang öffneten die Tiefe innere im Inneren des Schädels des größten Leviathans sein Portal zur Hölle, welche die verdammten Seelen anzieht, so dass sie endlich ihre Sünden und frevelhafte Lebensweise bestraft werden. Ernsthaft? Ein Portal zur Hölle? Deshalb weigern sich die meisten Dweller auch nur in die Nähe des endlosen Korridors zu gehen. Sie glauben, dass ihnen die Seele aus dem Körper gesogen wird und sie für immer verdammt werden, wenn sie sich Skalle nähern. Egal wie rechtschaffen sie ihr Leben geführt haben. Du denkst nicht ernsthaft darüber nach, dorthin zu gehen, oder? Wir kommen nie an diesen Kreaturen vorbei. Ja, das befürchte ich auch. Gut. Fische, wo liegt Skalle? Die Geräusche hier, ne? Also endlose Korridor ist auch etwas, das ich nicht so gerne habe jetzt. Vor allen Dingen, weil wir kein Essen mehr haben. Ich überlege gerade, ob wir einfach nochmal einen Zwischenstopp machen. Wir sind so kurz davor. Nee, komm. Sonst verhungert uns die Crew. Blöd, dass wir halt hier keine Karte haben. Also ich finde, da sollten die dringend nochmal dran arbeiten, dass man hier eine Karte kriegt. Wo auf dem Kompass ist denn Rissrand eingezeichnet? Das ist vielleicht mal ganz wichtig in der Richtung, okay. Wir müssen nochmal nach Rissrand.
Oder? Nee, komm. Wenn wir kaputt gehen, können wir ja vom Checkpoint aus laden. So, ich wollte hier bloß so ein bisschen drüber. Aber blöd, wir haben auch gerade keine Fische, die uns hier irgendwie... Wirklich, mich die Drohnen jetzt nicht unbedingt aufwecken. Aha, da unten zieht sich zusammen, das heißt, da kommen wir gar nicht weiter. Diese Geräusche hier, ich finde die richtig ätzend. Es ist kein Horrorspiel, das sage ich mir immer wieder, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr creepy. Hört das ja auch, na, aber wir müssen die Drohnen töten, weil die könnten Essen dabei haben. Was mich eben so ein bisschen stutzig gemacht hat übrigens, das kann ich ja jetzt vielleicht noch mal kurz ein wenig erläutern. Er sagte, er reißt diesen Kreaturen die Flügel raus. Das heißt, auch wenn sie wie U-Boote gebaut sind, sind das trotzdem wirklich Lebewesen? Oh, ich sehe hier halt gerade überhaupt nichts wegen dieser Kamera. Kamera, alte Feind der Gamer. Ich dachte, unsere Torpedos zerlegen das Ding. So, darf ich jetzt vielleicht mal wieder eine Kamera haben, die nicht auch das Portal in die Hölle ist? So, und jetzt hoffen wir, dass wir da ein bisschen Essen bei rauskriegen und vielleicht ein bisschen Munition. Also Essen haben wir auf jeden Fall ein bisschen was gekriegt. Munition hält sich jetzt noch in Grenzen, aber wie gesagt, ich habe jetzt keinen Bock, nochmal nach Hisran zu fahren. Ich finde hier nie wieder zurück. Ja, noch ein Torpedo immerhin. Auch super, ich sehe hier nämlich nichts. Na gut, der Weg führt wohl nach da. Und vermutlich immer weiter runter. Ja gut. Hier mal die Geräusche abstellen, bitte. Was sind das da hinten? Noch mehr Drohnen. Na super. Ach, ich bin jetzt in Skalle. Okay. Wir haben ja zwei Torpedorohre, da können wir ruhig ein bisschen drauf ballern. Okay, die erste haben wir.
So, zieh dich mal ran. Super, wir sind jetzt ins Galle und jetzt? Ich meine, mehr Infos haben wir nicht. Aber ich schätze, dass wir unsere Seelen noch haben, sollte erstmal genug sein. Oder soll ich jetzt einfach weiter? Sag mal, zieh dich jetzt mal da ran. Wir brauchen alles, was das Ding da drin hat. Und hoffentlich ein bisschen Munition. Das Zeug braucht doch echt kein Schwein. Super, und was sollen wir jetzt hier? Leute, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ihr hinterlasst mir jetzt ein nettes Kommentar. Einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn wir hier in Skalle weitermachen. Ich hoffe, unsere Munition und unser Essen reichen. Also, bis dann, euer Wolf.